Ich grüße euch hier an einem ganz winzigen Fluss im Herzen von Deutschland auf einer kleinen gemütlichen Kiesbank. Die habe ich vor kurzer Zeit gefunden und hier habe ich abends beim Vorbeilaufen ein richtiges Spektakel erlebt. Hinter dieser Kiesbank liegt ein kleines Rückwasser, das ist voller Seerosen und da tummeln sich reichlich Futterfische. Und wenn es Abend wird, ziehen die hier raus in den kleinen Fluss hinein, wo die Strömung beginnt. Und da habe ich ein richtiges Spektakel erleben dürfen. Da sind Haufen kleinere bis mittelgroße Welse in diese Köderfische rein und das Wasser hat richtig gespritzt. Und jetzt ein paar Tage später bin ich wieder hier und will mal versuchen, so einen Wels zu fangen. Das Wasser hier draußen im Fluss habe ich ausgelotet. Es ist relativ flach. Die tieferen Bereiche drüben an der anderen Uferseite sind vielleicht 1,50 Meter bis 1,80 Meter tief. Und da gilt es natürlich perfekt, die Montage anzupassen. Ich werde eine ganz einfache Wurfmontage einsetzen. Diese besteht aus einem Seeboom. Der läuft hier oben auf meiner Hauptschnur. Am Seeboom hängt ein 250 Gramm Krallenblei aus dem Karpfenbereich. Dann folgt hier eine Perle, damit der Seeboom nicht meinen Knoten beschädigt. Mein geflochtenes Vorfach hat circa eine Länge von 80 cm. Das ist sehr kurz gewählt, weil das Wasser an meiner Angelstelle sehr flach ist. Ich habe hier einen ganz kleinen 2-0er Drilling am Ende montiert. Und über dem Drilling unsere neuen Mikro-U-Posen. Ich habe mich extra für eine sehr leuchtintensive, grelle, gelbe Farbe entschieden. Das Wasser hier an diesem kleinen Fluss ist sehr bräunlich, sehr dunkel und da denke ich, dass diese U-Pose den Wels oder die jagenden Welse hier auf der Kiesbank zusätzlich reizen wird. Den kleinen Drilling werde ich mit reichlich Tauwurm garnieren, einfach um zu versuchen, unter Wasser ein ganz lockendes Bündel anzubieten. Und das wird auf jeden Fall den Welsen auffallen, wenn sie wieder auf diese Kiesbank hier kommen, um die kleinen Fische zu jagen. 2 bis 3 Würmer pro Hakenspitze sind perfekt. Ich denke, das reicht schon vollkommen aus. Und wird von der kleinen U-Pose schön lockend über Grund angehoben. Beim Gerät habe ich leider etwas übertrieben. Ich habe meine herkömmlichen Großwelsruten dabei. Diese Ruten und diese Multirolle ist hier sicherlich an diesem kleinen Fluss ein bisschen übertrieben. Aber ich habe jetzt nichts anderes im Auto gehabt. Sicherlich würde hier an diesem Gewässer eine ganz normale Welsroute mit 200 Gramm, vielleicht sogar eine Welsspinnroute ausreichen und eine kleinere Stationärrolle. Dort, wo viele kleine Welse sind, können natürlich auch größere Welse vorkommen und eine stärkere Rute oder so eine massive Multirolle mit einer dicken Schnur tut der Fischerei keinen Abbruch. Es macht vielleicht einfach nur nicht so viel Spaß, die kleinen Welse mit so starkem Gerät zu drillen. Der zweite Nachteil, den ich habe, ihr seht es ja mit der Multirolle, mit der Stationärrolle könnte ich jetzt ganz gemütlich vom Ufer aus meinen Köder rüber an die Kante schmeißen. Das geht mit diesen großen, massiven Multirollen und der dicken Schnur nicht so gut. Aus diesem Grund werde ich ein kleines Stück in den Fluss hineinwarten und meinen Köder dann über die Rute ablegen. Ich muss jetzt hier langsam ein bisschen vorsichtiger laufen. Da drüben seht ihr ja, die andere Uferseite ist nicht mehr weit. Aber jetzt in den nächsten paar Metern fällt es abrupt ab. Und da genau soll der Köder hin. Hier geht es jetzt langsam tief runter. Ich gehe noch ein kleines Stück weiter vor an die Kante.
sehen, da im Hintergrund kam gerade wieder ein kleiner Fisch hoch. Kann sein, dass sie schon da sind. Ich habe jetzt meinen Köder da abgelegt. Laufe jetzt wieder zurück. Für die Bisserkennung nutze ich hier unsere Plaquette Helsbells-Glocke. Die eignet sich super. Ihr seht nämlich hier unten, die hat so Krallen wie so eine Haarklammer und hält perfekt an eurer Rutenspitze. Der ist wirklich kleiner als erwartet. Aber der Plan ging auf. So schnell geht's manchmal. Es war zwar jetzt kein Riesenwels, aber es hat trotzdem mega Spaß gemacht, mit einer ganz einfachen Plumpsmontage einen Fisch zu fangen. Ich hau jetzt wieder ab. Kommen ein paar Tagen wieder, dann werden sie vielleicht etwas größer. Schauen wir mal.